Wir machen Musik für Senioren. Wir machen Audiobücher, Autorenlesungen für Senioren. Und hauptsächlich, Nandu, wir machen Bauchreden. Wir zwei zusammen. Ja, ich hatte schon gedacht, du hast nicht vergessen. Wie könnte ich? Ja. Und natürlich unsere Bauchreden. Das mache ich mit dir. Und das hat uns, beziehungsweise mich, mein Mentor, Freund und Lehrer gelernt, der Peter. Naja, den Peter. Ja, ich bin in Deutschland. Dritte Frau, die sowas macht und kann. Und in der Tschechischen Republik bin ich alleine Frau, die das macht und kann. Na, das ist aber ein Ding. Ja, das kann man wohl sagen. Und weißt du, warum bist du ganz alleine in der Tschechischen Republik? Nö, das weiß ich nicht. Aber ich finde das schade. Das sollten mehr Frauen sein. Ja, die haben Angst. Ach, wieso Angst und warum? Ja, weißt du das nicht? Die waren im Mittelalter, als Hexen auf den Scheiterhaufen verbrannt. Das gibt doch nicht. Dann ist aber höchste Zeit, dass wir mit diesem Vorurteil aufräumen werden. Aber vielleicht ist das auch dadurch, dass die Leute nicht richtig wissen, was Bauchreden ist. Ich wusste das vorher auch nicht. Okay, dann schlage ich vor, wir machen ein kleines Demo, ein kleines Pröbchen. Bist du einverstanden? Ja. Okay, dann erkläre ich dir das. Ich verleihe dir meine Stimme. Und zwar so, dass ich dabei überhaupt nicht meine Lippen bewege. Also scheint das so, als du gesprochen hättest. Weißt du das? So, jetzt machen wir uns eine kleine Probe. Ich sage jetzt, guten Tag, Nandu. Und antworte ich jetzt mit meiner Stimme, guten Tag, Marie. Und dann antwortest du mit meiner Stimme, guten Tag, Marie. Und ich werde dabei überhaupt nicht mit Lippen bewegen. Okay? Okay. Also, guten Tag, Nandu. Guten Tag, Marie. Guten Tag, Marie. Aha. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Das habe ich gesprochen, aber ich habe das so aussehen lassen, als ob der Nandu mit eigener Stimme spricht. Und das nennt man Bauchreden. Es war ein bisschen mühsam, das zu lernen. Ich habe das ein halbes Jahr gelernt und ich hatte einen ziemlich, wie heißt das denn richtig, strengen Lehrer gehabt. Ne? Der Peter, der hat mir keine Kleinigkeit vergeben. So, und unsere Auftritte machen wir in Deutsch und in Tschechisch. Ja, was ist das auch? Aber Nandu, jetzt habe ich doch gesagt, dass du quasi meine Stimme hast. Das schaffen wir schon. Okay.
Okay, das war's. Also, mach's gut. Tschüss. Und wir freuen uns auf euch. Tschüss. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.